Jetzt bist du wieder. Kostula, wir sind wieder auf Video. Okay. Wir machen jetzt Pause. Jetzt für die Lucy. Wenn die Lucy ist der Jagdhund, der heute gekommen ist. Wenn die Weiße tragen sie leider nicht ein. Und wenn wir aber den Besitzer finden, der kann er von 300 bis 3000 Euro strafen. Oder eine Monat Gefängnis ohne Bewährung. Schon Gesetze in Griechenland, ne? Aber oft ist halt schwierig, dass die durchgesetzt werden, ne? Weil die Leute. Prozess mit so einem Richter. Ja, okay, aber Gott sei Dank, wir sind hinterher und wir machen so viel Kastrationen gehen weiter. Hoffe ich, dass etwas wird. Jetzt machen wir es. Hast du jetzt die schöne... So, jetzt zeige ich mal... die schöne Plantage, die schöne Bäume, so ein bisschen, alles umgrillt, die weiße Berge. Ja, es gibt leider kein Schnee mehr, aber so, das ist hier... das Außengelände von dem Rudel und durch einen Zaun getrennt das Nachbargelände. Also die Rudel gehen hier auch immer dann noch in so einen Außenbereich rein. Da stehen auch immer noch Hütten, wo sich die Hunde zurückziehen können. Später werden wir dann darüber ins Wildhundgehege gehen. Das sind die Hunde, die einfach viel Auslauf brauchen und da mehr Platz zur Verfügung haben. Und auch hier sieht man wieder, ich gehe mal ein Stück zurück, dass das alles sehr schön überdacht ist. Die Steine, die hier liegen, das ist eine Drainage. Wenn es sehr stark regnet, was auf Kreta vorkommt, das regnet nicht oft, aber wenn dann sehr stark, wurde früher einfach das Tierheim überschwemmt. Und jetzt hat die Kostula da so eine Drainage graben lassen, die man hier sieht, auch da drüben, wo dann das Wasser versickern kann und das nicht mehr alles dann ins Tierheim reinläuft. Viel wird auch mit Europaletten gearbeitet, um den Hunden Liegeplätze zu verschaffen. Einfach mit ganz einfachen Mitteln, die man zur Verfügung hat, macht man sich da zunutze. So, Kostula, jetzt geht's dann wieder weiter im nächsten Rudel. So. Schlafschalen und ihre Hütten. Ist natürlich alles ein bisschen zusammengebissen, weil man die Hunde ganz gern kauen. Aber das macht ja nichts. Mit den einfachen Mitteln, was man hat, das Beste machen. So. Jetzt geht das nächste Rudel und ich sage, das ist immer wichtig, dass sich die Rudel nicht durchmischen, weil sonst würden sich die Hunde totbeißen. Genau. Und von da siehst du, die laufen auch langsam wie, die bleiben sie stehen. Ja, die nehmen schon Rücksicht auf sich. Auf mich nehmen sie manchmal nicht so viel Rücksicht. Ich mag immer die Spritze. So, dann wechsel dich auch mal vorsichtig das Rudel und schau, dass hier niemand entfleucht. So, geschafft. Kostula, die kennt ihre Hunde und stellt auch mit sehr viel Feingefühl dann die Rudel zusammen. Das ist gar nicht so leicht abzuschätzen, welcher Hund mit wem kann, welcher neue Hund in welches Rudel passt. Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen und da hat die Kostula sehr viel Hundeverstand. Ja, kommt es immer mal wieder zu Beißereien. Aber das ist selbstverständlich.
so schlimm.